dramatische Szenen bei der Abfahrt der Herren in Kitzbühel. Der Österreicher Alexander Köll, für Schweden am Start, wird von der Streifübel abgeworfen. Eingangs eines Rechtschwungs verschneidet es ihm den Ski. Köll kommt bei recht hohem Tempo zu Fall, fliegt über eine Bodenwelle und ist für mehrere hundert Meter nur Passagier, ehe er nahe der Fangnetze zum Liegen kommt. Anfangs liegt Köll regungslos im Schnee, Helfer eilen herbei, das Rennen ist lange unterbrochen. Schließlich wird der 28-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt. Der schwedische Alpinchef Tommy Eliasson Winter ist besorgt. Wir machen uns Sorgen, wissen im Moment nichts. Ich konnte noch keinen Kontakt aufnehmen. Es sah aber so aus, als wäre er bei Bewusstsein gewesen. Es ist nie gut, bei 100 Kilometern pro Stunde auf eine Eisplatte zu stürzen, wird der Schwede von Aftenbladet zitiert. Weitere Informationen folgen in Kürze. Kitzbühel, die letzten Abfahrtsieger auf der Streif. Sieger 2019 Dominik Paris, ITA, 2018 Thomas Dressen, GER, 2017 Dominik Paris, ITA, 2016 Peter Phil, ITA, 2015 Kier Thiel Jansroth, NOR, 2014 Hannes Reichelt, AUT, 2013 Dominik Paris, ITA, 2012 Didier Couch, SOI, 2011 Didier Couch, SOI, 2010 Didier Couch, SOI, 2009 Didier DeFago, SOI, 2008 Didier Couch, SOI.